Hey, heute machen wir Kürbissuppe. Dafür brauchen wir Hokkaido-Kürbis, Karotte, Zwiebel, Brühwürfel, Ingwer, Limette, Sahne, Milch, Salz, Zucker, Pfeffer, Sojasauce, außerdem zum Garnieren Koriander und Creme Fraiche. Und los geht's! Als erstes putzen wir die Karotte, den Kürbis, Ingwer und Zwiebel. Anschließend schneiden wir sie in Würfel. Jetzt rösten wir den Kürbis, die Karotte, die Zwiebel und den Ingwer an und löschen das mit der Brühe ab. Anschließend lassen wir es 20 Minuten kochen. Die Suppe haben wir 20 Minuten köcheln lassen und alles ist weich gekocht. Als nächstes pürieren wir die Suppe. Jetzt füllen wir die Suppe mit der Sahne und der Milch auf und schmecken das Ganze mit den Gewürzen ab.